Tralala, das heißt 1.5 ist wieder da. Und zwar deswegen, weil ich absolut langweilig ausreden kann, denke ich mir, ach, versuche ich einfach mal hier die Zeit so totzuschlagen, indem ich mal ein Gewinnspiel mit einem Kumpel abschließe, indem ich für jeden Rülpser ihm ein KK über Elsword überweise, für jeden Rülpser, den ich mache. Aber ich bin ja auch in Spendierlaune, von daher habe ich mir extra Cola geholt und Essen, solange ich nicht dran bin. Also fangen wir doch mal an. Die anderen jetzt weggehen wie nichts. Möge die Folter beginnen. Mal sehen, wie ich dafür sorgen kann, dass ich viel Geld verliere. Ja, aber das ist es mir wert. Falls ihr euch fragt, was ich esse, das sind Pommes mit Gyros. Fleisch. Oder wie Kurt mir das sagen würde, Fleisch! Ich kann ihre Stimme nicht. Und jetzt öffne ich die Cola. Dann, das wird witzig. Wie viele Rülpser es wohl fallen werden? Verschluckt. Momentan sieht die grüne Festung sehr angeschlagen aus. Aber das ist besser, als dass ich getroffen werde. Ich muss aufpassen, ob irgendwelche Minen in der Nähe liegen, weil ich traue mein Glück nicht. Dass hier tatsächlich nicht so viele Minen bei mir rumliegen. Ach ja, der Michael ist dieses Mal mit von der Partie. Lassen wir ihn doch auch einmal in meinem Part mal beitreten, ohne dass er auf die negative Seite fällt. Den Turm habe ich abgeschwächt. Kommen wir zu dem hier. Stylisch wegspringen. Eines getroffen, gut, dann esse ich weiter. Nebenbei beobachte ich schon das Geschehen, was hier abläuft. Könnte ja jeder mögliche Scheiß passieren. Meine Mutter weiß, wie man Pommes macht. Das weiß ich zwar auch, aber sie versteht was von Würzen. Und euch Kunst. Steht der Turm? Nö, ich sehe kein bisschen davon. Ja, was auch sonst?
Leise Rülpser zählen nicht. Es müssten schon Laute sein, so wie im Part 18. Oder ich habe diesen einen Part vergessen, wo es in der Totenstadt umherging. Also ich denke nicht, dass es sich lohnen wird, den Turm zu reparieren, weil Türme sind sowieso ziemlich die lächerlichste, also nach der Waffenschmiede, das lächerlichste Gebäude. Von daher... Ach Mist! Dachte schon, ich... Rülpse groß, aber es scheint wohl doch nicht zu funken. Tja, soweit. Ich hoffe, das entspricht kein Wunder. Der übliche Granatenexpertenschuss. Oder wo? Granaten wirft man nicht gut. Die Seilepfosten hat ein bisschen die Granate umgeleitet. Jetzt kommen. Jo, ich glaube, das könnte man zählen lassen. Das allerdings nicht. Falls man das überhaupt gehört hat. Who knows? Ich hätte auch gerne Chips gehabt, aber die habe ich schon sehr schnell weggefressen. Während des Levels meines Ravens. Hendrik ist dran. Der kann es kaum erwarten, mich rülpsen zu hören. Und vor allem so umsonst Kohle abzusahnen. Zwinker, zwinker. Ob das was wird, weiß ich nicht. Müsste kommen. Ja, gut. Der hat Glück, dass er nicht ins Wasser gefallen ist. Noch nicht. Ja, das zählt. Wie man die Mine übersehen kann. Bin mal gespannt. Gespannt, ob ich überhaupt den Teller leer kriege.
das ist deren Schuld. Wenn sie schon so eine Mine auslösen. Da kommt eine Ananas geflogen. Also bauen wir reins der Selbstmord, bis dieser Punkt hier nicht freigeschaltet wird. Deswegen greife ich zum Napalmangriff. Und schieße sie ab. Ein schönes Inferno, was ich da veranstaltet habe. Aber die sind wirklich bekloppt. Oh Mann. Gut, dass keiner draufgegangen ist. Wäre sehr scheiße gewesen. Ich versuche erstmal die kleinen Rülpser zurückzuhalten. Aber die richtig lauten lasse ich mal raus. Sonst hätte ich ja nicht dieses Gewinnspiel gemacht. Extra für Hendrik. Naja, das haben sie verdient. Und die Roten, die haben Probleme, die Blauen sind jetzt allerdings dran. Wobei ich denke, ich lasse das die anderen mal machen. Aber ich habe hier kein anderes geeignetes Ziel. Na dann. Entscheide ich mich hier für.
war auch nicht meine Absicht, dass ich ihn ins Wasser befördere. Außer es wäre Kereal gewesen. Das müsste alles zerstören. Naja, die Roten werden es erledigen. Hoffe ich. Das könnte alles sein, nur kein Wunder. Das ist das. Das ist meine einzige Hoffnung, dass sie kein Wunder ziehen, so wie die letzten Parts. Pui. Na, das war ja mal ein super Schuss, aber der Turm steht. Vergesse andauernd, dass die auch nicht zu lange hält. Hier bin ich einfach zu sehr auf mein Essen fixiert, das sowieso gleich leer ist. Marco. Was machen wir heute? Bergfried bauen. Okay. Gut, dass ich wenigstens was getroffen habe. So, Essen fertig. Jetzt muss die Cola dran glauben. Das war ein Gebäude zu weit. Das war doch keiner. Endlich! Oh. Das war einer!
Also dieser fette Einschlag, wo der Osaka-Massaker explodiert ist, sieht seltsam aus. Hendrik wartet schon gespannt auf meinen nächsten Rülpser. Wo wir schon beim Bergfrieden sind. Wer darf leiden? Ach ja, ich muss mich noch für die Roten revanchieren, weil die mir einen dreckigen Gabriel vors Gesicht gehalten haben. Ihr kriegt es in Form eines Belagerungsmonagers wieder. Und ich verkriech mich lieber in meine Ecke. Und heule. Für diesen lächerlichen Shit. Das war mein eigentliches Ziel. So war es viel zu stark. Ich habe viel zu stark geschossen. Ich kann Werfen von Schießen nicht mehr unterscheiden. Okay, da ist Beziehung. Spannend wird's auf jeden Fall. Oh, die Blauen sind nicht zufrieden damit. Ja, wer könnte hier den Spieß rumdrehen? Momentan bin ich hier besser am Bauen, aber das könnte sich ja sowieso irgendwann ändern. Wir kennen ja das olle Pech, wenn das Sudden Death kommt und alles ruiniert. Komm weg und Berg wird weg. Ziehen wir alles in den Dreck und bauen hier ein Berg. Sowieso beschädigt worden. Also werde ich mit Minikanone die Blauen attackieren. Ich bin Zeit her, dass ich selbst Nager benutze. Ja, das kommt davon, wenn man sich da hinstellt. Damit muss man eigentlich rechnen. Der Turm ist hinüber. Aber wessen Turm wird dann als nächster angegriffen? Ich hoffe doch nicht meiner. Er soll mich bloß in Ruhe lassen, ansonsten kriegt er das Doppelte zurück. So wie ich es dem Blauen angetan habe.
ganz herzlose Weise. Da kommt schon der nächste Gabriel. Er mobbt sich erstmal hier an den Grünen vorbei. Dass er den Sandro nicht mal trifft, obwohl er so nah ist. Drei Punkte. Ja, der Reno ist ein bisschen vom Kurs abgekommen. Entschuldigung, musste sein. Mal die Nase putzen. Und fertig. Wieder einsatzbereit. Wie soll es denn weitergehen? Micha drängt sich mal wieder in den Vordergrund. Aber nee, das tut er nicht. Gutes Gefühl, wenn man eine freie Nase hat. So. Müsste getroffen haben und jetzt der andere Turm. Genauso wie in meinem ersten Spielzug. Da kriegt man doch gleich mal wieder ein Déjà-vu. Der Grüne macht gleich mit. Funktioniert man die Kiste? Nein. Hat nämlich so ausgesehen. Och nö. Na, was ist denn da in die Luft geflogen? Ich hab's nicht ganz genau mitgekriegt. Oh, ihr Penner, das kriegt ihr wieder. Das war schon überfällig.
bisschen Spanking. Was auch sonst. Aber da braucht er sich nicht wundern, warum er abgeschossen wird. Jetzt schuld. Ein Treffer. Da bin ich mal gespannt. Ist auch eine effektive Methode. Hat keiner die Chance, hier eine Burg zu bauen? Nein, sieht für mich nicht so aus. Das ist gut. Ach, da oben. Jawohl. Ich frag mich, warum sich die Roten jetzt so aufregen. Auch wenn sie nicht erwischt hat. Ja, du Penner. Oh oh. Wetten, dass sie jetzt mich abschießen? Ja, natürlich haben sie das gesehen, was auch sonst. Oh, Marco, geh mir lieber in Deckung. Boah, was für Dreckskerle.
Das wundert mich absolut nicht, dass er deswegen aufgebracht wird. Ja, denen geht's wohl zu gut. Es fängt... okay. Mein Deutsch ist nicht mehr gut. Es fängt wieder an. Das wollte ich sagen. Ah. Oh ja, der Sandev beginnt schon zu uns zu foltern. Micha wird das auch zu spüren kriegen. Aber erstmal Reparaturdienst hier. Ich will nicht, dass alle Bergfriede in die Luft fliegen. Oh, apropos, da ich erinnere mich noch an das eine Spiel, wo der elektrische Sturm hier einen Bug hatte. Außer Glitch. Es könnte eher als ein Glitch bezeichnet werden, als ein Bug. Ob das jetzt wohl wieder der Fall ist? Kurs abgekommen. Wird der elektrische Sturm zuschlagen? Ja, Tatsache. Er schlägt tatsächlich zu. Nicht so wie beim letzten Mal. Naja, immerhin beruhigend. Wäre sonst langweilig. Vor allem sehen wir dann, wie sämtliche Elektrowaren losgeworden sind. Elektrogeräte, Elektrowaren, was auch immer. Zweimal grün, zweimal blau. Jo, wie man's nimmt. Lass mal sehen. Ah, ein bisschen von ihrem Turm ist auch weggeflogen.
und 92. Und so grüßt die Überschwemmung. Overboard, Bali, Donkey Jack, Zork, die drei sind schwimmen gegangen. Einmal richtig positionieren, um irgendwas abwerfen zu können. Autsch! Schaden könnten wir leider nicht sehen, weil die Stage ziemlich klein ist, um alles richtig einblenden zu können. Man sieht es ja. Oh, ich kann eine Burg bauen. Aber leider habe ich zu viel Angst, dass mich ein Erdbeben zu... ja, ins Verderben stürzt. Hallo Hendrik, hast du schön die Rötzer gezählt? Ach, guck mich nicht so an. Naja. Was könnte ich versenken? Um die Roten kümmere ich mich später, solange kein Wind weht. Der müsste gut kommen. Mein Berg wird auch noch was zu Gitter zu geben. Mal sehen, ob sie ein Ass im Ärmel haben.
Oh je, das wird dauern. Na geht doch. Das gibt Brandflecken, das gibt Spuren. Und ertrinken wird er sogar noch. Jo, wie wird es mit dem Armageddon aussehen? Es kommt ja sowieso nicht viel durch. Weil wir hier in einer Höhle sind. Man kann den Damage nicht immer sehen, weil die ganzen Säulen im Weg sind. Das ist zum einen Teil positiv, aber auch gleichzeitig negativ, weil ich dann nicht genau weiß, wie viel hat es denn abgezogen. Es wird wohl ziemlich viele heftige Atomexplosionen geben. Wahrscheinlich, weil er nichts Besseres zu tun hat. Muss wohl echt keine anderen Hobbys haben. Jetzt kann ich richtig eine Burg benutzen, ohne mir großartig Sorgen zu machen. Eins, zwei. Nice. Schaden war heftig. Freuen tut sich aber keiner.
Wie lange wollen die Grünen denn noch unsere Zeit verplempern? Einer hat wenigstens getroffen. Muss er denn wirklich alles zweimal machen? Erstmal nicht mal richtig drauf, aber egal. Das Treffen ist zerstört, nein. Splittert nicht so, wie es gesplittert werden sollte. Giftexplosion. Da komme ich nicht hoch. Ignorieren mich eiskalt. Ja, aber könnte daran liegen, dass ich keine Schwachstelle mehr habe. Eine Waffenlieferung, die muss ich holen. Die Post war da. Ich hoffe, sie lassen den Turm in Ruhe. Derjenige, der meinem Turm zu nahe kommt, außer es ist einer von meinen Würmern, der kriegt eine ganz schöne Schelle von mir.
Da kommt der Feuer, da kommt der Vogel durch die Wand. Exzellente Leistung. Und jetzt kommt das Erdbeben. Die Roten sind draußen. Das heißt, ich komme schneller dran. Ja, und haben auch nur einen Wurm übrig. Ich könnte doch wieder an eine Zitadelle rankommen. Ich rede gerade nicht viel, ich beobachte einfach nur das aktuelle Geschehen. Weil mir fehlen momentan die Worte. Ach nein. Der will also Ärger, hä? Den kann er haben. Nicht viel durch. Betroffen hat er aber anscheinend was. So, der Blaue will also Stress mit mir.
sofern die Taube einigermaßen normal fliegt. Ich habe ihn getötet, super. Erdbeben. Vielleicht auch das Ende. Ja, ich hab's gesehen, das müsstet ihr mir nicht zweimal sagen. El Shiro ist abgesoffen. Und es ist nur noch ein Grüner übrig. Oh. Naja. Der tut's noch. Ja. Die werden es wohl nie lernen. Seufz. Wow, aufpassen, nicht ins Feuer springen. Wie viel habt ihr unser Pinky? Das kann ich durch die Minenwelle sehen. Okay, 54. Der wegspringt. Electric Storm.
Er hätte auch eine Waschmaschine abwerfen können. Würde auch zu den Elektrikwaren passen. Oh Gott, eine Burg. Eine Burg, die nicht mir gehört. Na super. Das wird natürlich die ganze Sache erschweren. Natürlich würde auch das Krankenhaus zielen, was ich, womit ich eigentlich vorhabe, Hendrik zu beleben, aber nein, das dulden die nicht. Plumps weg. Nö. Das kannst du gleich zurückhaben. Marco wird es beenden, indem er ein Labor baut und was abwirft. Also mit einem Treboche, da verscherze ich es mir lieber nicht. Ich schicke ihm doch gleich mal, wobei doch, das könnte hinhauen, Treboche. Eins, fick dich. Das sind gute 5 Meter, die er hochgeflogen ist. Noch eine Flugstunde. Experiment over? Nope, leider nicht.